Wir beginnen unseren Winterspaziergang durch den schönen Brunner Schlosspark am Maria-Theresia-Tor, weit ab vom Touristentrubel. Gleich zu Beginn führt uns unser Rundgang an der kleinen Gloriette vorbei, die den meisten Parkbesuchern verborgen bleibt. Der zweistöckige, achteckige barocke Turm mit angebautem Treppenhaus und zwei Balkonen wurde als Aussichtspavillon geplant. Nach wenigen Minuten und auf einem ebenen Fußweg erreichen wir die Gloriette. Ursprünglich sollte an dieser Stelle das Hauptgebäude der Schlossanlage stehen. Diese Idee musste doch aufgrund der enormen Kosten aufgegeben werden. Stattdessen wurde dieser Kolonnadenbau als Ruhmeshalle errichtet. Später diente die Gloriette dem Kaiser Franz Josef I. als Speise- und Festsaal sowie als Frühstückszimmer. Jetzt gehen wir durch den Wald bergab zum Neptunbrunnen am Fuße des Berghanges. Der Bau der Brunnenanlage dauerte 4 Jahre. Ursprünglich war die Teichanlage deutlich größer mit insgesamt 5 Becken geplant. Technische Probleme verhinderten auch dieses Projekt. Heute bildet der Neptunbrunnen den Abschluss des großen Parterres. Seitlich wird das Parterre von Hecken umschlossen und von 32 Marmorstatuen gesäumt. Nun gehen wir aber nicht direkt zum Schloss, sondern weichen nach rechts in die ruhige Parkanlage aus. Als erstes erreichen wir auf dieser Allee die künstliche römische Ruine. Auf einer Insel im Wasserbecken befindet sich eine Figurengruppe der Flussgötter Donau und Enns. Etwas oberhalb der Ruine steht die Statue des Herkules mit dem höllenden Cerberus. Einige Schritte entfernt, hinter einer Hecke versteckt, steht ein kleines Brunnenhaus, in dem eine weibliche Figur eine Vase hält, aus der sich Quellwasser ergießt. Dieser schöne Brunnen, den meisten Parkbesuchern unbekannt, hat der Schlossanlage seinen Namen gegeben. Ein Steinwurf von der Quelle entfernt steht der Engelsbrunnen, ebenfalls von den meisten Schlossbesuchern übersehen. Der Obeliskbrunnen am Fuße des Schönbrunner Berges bildet das Ende der östlichen Diagonalallee. Von hier gehen wir Richtung Schloss. Ein kurzer Abstecher führt uns vorher noch zum barocken Taubenhaus, eine hohe runde Voliere aus Granitgitter. Nach wenigen Schritten erreichen wir schlussendlich das Schloss und betreten anschließend von links den Ehrenhof. Der Ehrenhof ist ein an 3 Seiten umschlossener Empfangshof und für symmetrische Schlossanlagen des Barock charakteristisch. Die 4. Hofseite ist häufig von einem Gitter oder einer Mauer mit Toreinfahrt in der Mittelachse begrenzt. Das Betreten des Hofes war in der Regel nur hohen Würdenträgern erlaubt, daher Ehrenhof. Von der gartenseitigen Freitreppe des Schlosses aus ergibt sich ein uneingeschränkter Blick zur Gloriette. Abschließend gehen wir noch einige Schritte vom Schloss rechts durch die Parkanlage vorbei am Rosarium zum Palmenhaus. Das Palmenhaus besteht aus einem höheren Mittelpavillon und 2 Seitenflügeln, die 3 unterschiedliche Klimazonen bilden. Das Schönbrunner Palmenhaus ist das letzte und größte seiner Art auf dem europäischen Kontinent.